Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und heute zeige ich euch eine ziemlich unbekannte Funktion der Kommandozeile und PowerShell, welche direkt in Windows 10 integriert ist. Die Kommandozeile ist wohl eines der ältesten Fenster im Windows-Betriebssystem und kann eine Reihe von unterschiedlichen Funktionen des Systems steuern. Viele Tools für Entwickler und professionelle Endanwender sind auch einzig und allein über die Kommandozeile oder PowerShell nutzbar. Meistens kennt man nicht alle Befehle auswendig und muss somit gelegentlich auf eine Anleitung im Internet zugreifen. Dabei wechselt man häufig zwischen verschiedenen Fenstern hin und her, was manchmal einfach lästig sein kann. Besonders wenn man ohnehin schon mehrere Fenster braucht, kann das auch ziemlich anstrengend sein. Es gibt aber eine ziemlich praktische Funktion für die Kommandozeile welche es euch erlaubt, das Fenster ganz einfach etwas transparenter zu machen. Hierfür müsst ihr einfach Steuerung und Shift gedrückt halten, während ihr mit dem Mausrad hoch oder runter scrollt. Je nach Scrollrichtung wird die Transparenz des Fensters eingestellt. Somit könnt ihr direkt durch das Fenster auf die gewünschte Webseite blicken und die Befehle ohne weiteres einfach schnell abschreiben. Wenn ihr den Text etwas lesbarer machen wollt, könnt ihr die Schriftfarbe sowie den Hintergrund der Kommandozeile auch ganz einfach ändern. Hierfür müsst ihr oben links in der Titelleiste einen Rechtsklick durchführen und dann Eigenschaften auswählen. In der Registerkarte Farben wählt ihr dann für jeweils den Fenstertext, den Fensterhintergrund und andere Teile des Programms einfach die gewünschte Farbe aus. Schwarze Schrift ist bei der transparenten Ansicht vor allem auf weißen Inhalten ziemlich empfehlenswert. Das dürften aber die CMD-Profis unter euch ohnehin schon gewusst haben. Ich hoffe, dass euch dieser Tipp weitergeholfen hat und dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr weitere Tipps, Tricks und Tests zu Windows 10, Surface und Xbox sowie Reviews zu verschiedenen Geräten sehen wollt, dann lasst uns doch auf jeden Fall ein Abo da. Ich danke euch fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.